So, guten Tag, Leute. Ich hoffe, man kann mich irgendwie hören. Muss mal gucken, ob das Bild überhaupt passt. Keine Ahnung. Ich lasse das mal so. Der Benz fährt eigentlich wunderbar. Ich hoffe, euch geht's gut, Leute. Ich war eben noch live auf Twitch, wie eigentlich fast jeden Tag vor oder nach der Arbeit. Ja, ich wollte mal noch mal so ein paar kleine Infos zum Ride-Out raushauen. Der ist am 21.05. Zwischen 14 und 15 Uhr treffen wir uns in Rheinberg wieder an der Tankstelle. Die Adresse, das haue ich dann noch raus. Warum fährt er hier mitten auf die Straße? Was soll das denn? Verstehe ich nicht. Die Adresse schreibe ich in der Videobeschreibung rein oder blend auch mal ein. Das ist die Tankstelle da in Rheinberg. Da habe ich mich letztes Jahr auch mit den Leuten, die mitgefahren sind, getroffen. Eine kleine Besonderheit, oder was heißt Besonderheit? Da kommt halt jemand aus Leipzig mit seinem Moped und der hat ein Zelt dabei und hat halt gefragt, ob hier irgendwo Zeltplätze sind. Ne? Natürlich. Und ich werde mich dann mit ihm auf jeden Fall auf einem Zeltplatz dann nachmittags abends einquartieren, und falls der ein oder andere auch darauf Bock hat, dann kann er sich uns gerne anschließen. Wäre natürlich cool, wenn wir da irgendwie noch jemanden dabei bekommen. Wenn nicht, ja gut, ist jetzt auch nicht so schlimm. Aber ich dachte mir schon, wenn jemand wirklich so eine weite Strecke auf sich nimmt, nur um mit mir eine Runde zu fahren, einfach nur, weil er meine Videos guckt, finde ich ja schon mal sehr stark, dann kann ich den jetzt nicht alleine zelten lassen. Dann werde ich mir auch mein Zelt hinten auf mein Moped packen und ja, Gesellschaft leisten. Boah, Spritpreis immer noch bei 2 Euro. Meine Fresse, ne. Was haben wir denn? Heute ist Mittwoch. Eigentlich ist Mittwochs immer am günstigsten. Ja, was soll ich machen? Ist halt so. Ja, was gibt es sonst noch Neues? Ja, wir werden auf jeden Fall... also letztes Jahr bin ich so Richtung Bottrop so die Ecke gefahren und Richtung Grafenmühle. Dieses Jahr, oder ich habe vor, dieses Jahr 2 Rideouts zu machen, aber jetzt dieses Mal fahren wir auf jeden Fall Niederrhein lang. Werde ich mir meine Strecke raussuchen, auch so roundabout um die 100 Kilometer, wenn ich es so zusammenkriege. Gucken, dass ich auch irgendwo einen Ort kriege, wo wir einmal anhalten können, wo wir auch essen und trinken können, quasi zur Halbzeit. Und ähnlich so wie letztes Jahr, sage ich mal. Und ich hoffe, dieses Jahr ist schöneres Wetter. Letztes Jahr der Haupt-Whiteout, da sind ja alle trocken gewesen. Aber anschließend, ihr habt es ja gesehen im Video, wollte ich halt mit ein paar Leuten noch nach Thunderbike fahren und haben wir den Arsch nass gekriegt. Ich hoffe, dass es dieses Jahr besser ist, gerade auch wegen Zelten und so weiter. Aber gut, da muss ich dann jetzt auch durch. ja, eigentlich wollte sich ja Perfect Mile auch noch anschließen. Aber an dem Tag muss seine Harley nach Thunderbike, der kriegt da irgendwie Stage sowieso irgendwas eingebaut auf jeden Fall. Ja, schade, dann ist er quasi gar nicht dabei beim Ride-Out. Aber gut, treffen wir uns sowieso jetzt bald, denke ich. Und wir wohnen ja nicht so weit auseinander. Ne, Leute, also 21.05. Ride-Out. Eine gemütliche Niederrhein-Tour. 125er sind auf jeden Fall auch willkommen. Da schließe ich keine aus, außer natürlich langsamer. Das muss nicht sein. Aber Landstraße können wir sowieso nicht so schnell fahren. Und außerdem, wer langsamer fährt, wird länger gesehen. Und wenn eine Harley kommt oder Harley ist ein allgemein Shopper, habt ihr genug Zeit, Lärm zu machen. Da muss richtig was knattern. Leute, ich freue mich darauf. Ich freue mich, dass ihr kommt. Und wir sehen uns am 21. in Rheinberg an der Tankstelle. Adresse schreibe ich hier im Video rein. Und unten in der Videobeschreibung die Uhrzeit zwischen 14 und 15 Uhr. Ich sage jetzt einfach mal 15 Uhr. Machen wir mal fix 15 Uhr, weil ich komme auch aus der Nachtschicht raus. Der ein oder andere habe ich schon gehört über Discord. Ich habe auch noch einen Discord-Channel, der ist unten verlinkt. Der hat auch geschrieben, der kommt aus der Nachtschicht. So ist jeder dann ausgeschlafen, Leute. Und muss ja keiner halb müde auf den Ride-Out kommen, dann mit der Junge aus Leipzig auch genug Zeit hat, rechtzeitig anzukommen. Und sagen wir jetzt 15 Uhr am 21.05. Die Adresse blende ich ein oder habe ich schon eingeblendet und ist unten alles verlinkt. Ich werde uns mal eine halbwegs schöne Strecke hier raussuchen. Ja, am Niederrhein ist immer so ein bisschen schwierig mit schönen Strecken, aber die gibt es. Ich weiß auch schon so ungefähr, wo lang und gut ist. Und dann werde ich uns noch einen Campingplatz raussuchen. Ich denke mal, dann campen wir im Camp Lindfort.
Das ist ein ganz normaler Campingplatz, wo man auch zelten kann und fertig, Ende. Und dann machen wir da noch einen gemütlichen Abend. Vielleicht hauen wir irgendwie eine Wurst auf den Grill oder so und gucken. Es gibt ja diese Einweggrills oder mal gucken. Ist ja nicht so weit von meinem Haus entfernt. Vielleicht kann man da noch einen normalen Grill hinfahren oder so. Mal sehen. Da muss ich mal gucken, wie wir das machen. Aber das kann man ja alles spontan machen und fertig, Ende. Aber dann wisst ihr schon mal Bescheid. Und ich wollte jetzt unbedingt jetzt diesen Freitag ein kurzes Infovideo noch mal raushauen. Und dann seht ihr wenigstens den W124 Coupé oder heißt auch C124. Nochmal im Tageslicht fahren. Also ist es jetzt quasi ein Autovlog. Genau, ist kein Motovlog, das ist ein Autovlog. Der zweite Autovlog auf dem Kanal hier. Und ja, wie ihr seht, er fährt eigentlich ganz gut. Ich fahre jetzt schon ein paar Tage damit auch zur Arbeit. Leute, wir sehen uns im nächsten Video. Und ja, haut rein!